Seit 1960 hat der Deutsche Saunabund seine Geschäftsstelle in der Kavalleriestraße in Bielefeld. Da das alte Gebäude weder repräsentativ ist, noch den heutigen Anforderungen gerecht wird, errichtet der Verband nun einen Neubau im Stadtteil Sieker Mitte. Die zukünftige Geschäftsstelle des Deutschen Saunabundes soll im Januar 2014 fertiggestellt werden. Am 12. Juli fand feierlich der erste Spatenstich auf der Baustelle statt. Und arbeiten mal ein bisschen. Die Routine von 150 der Termine, oder? Genau. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, das freut mich sehr, dass Sie nach 53 Jahren als überzeugte Bielefelder und Bielefelderin sagen, wir wollen hier bleiben und wir bauen unsere Hütte hier nochmal neu auf. Das zeigt, dass Sie an diesem Standort gut zufrieden sind, dass Sie mit den Rahmenbedingungen hier gut arbeiten können und klarkommen. Und so ein Standortbekenntnis freut natürlich den Chef der Stadt. Also dafür sage ich herzliches Dankeschön. Trinken wir ein Gläschen Sekt oder Orangensaft oder Wasser? Der Deutsche Saunabund wurde bereits im Jahr 1949 gegründet und Ziele und Aufgaben dieses Vereins ist die Förderung der Saunakultur in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern sogar international bzw. europaweit. Wir bilden also schwerpunktmäßig Saunameister auf, sodass wir also auch eine Qualität in den Saunabetrieben entsprechend vorweisen und unterstützen können. Natürlich führt man immer Diskussionen auch über den Standort, aber es gibt bestimmte Vorzüge hier in Bielefeld, an denen wir auch festhalten möchten. Das ist einmal die sehr gute Verkehrsanbindung und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Tradition, weil wir unsere Geschäftsstelle schon seit 53 Jahren hier haben. Insofern sind natürlich auch unsere Mitarbeiter hier verwurzelt und das wollen wir auch gerne weiterbehalten. Es hat sich sehr viel verändert in der Saunabranche. Das erste ist, als ich angefangen habe, war das Saunabaden noch nicht gesellschaftlich anerkannt. Ich glaube, dass eine ganze Menge Leute damals auch ein bisschen die Nase gerümpft haben. Das hat sich völlig geändert. Wir haben 31,4 Millionen Menschen, die regelmäßig in die Sauna gehen mittlerweile. Das ist eine riesengroße Zahl, mehr als zum Beispiel nur zum Schwimmen gehen. Und wenn Sie heute in ein Hotel gehen, erwarten Sie förmlich, dass es eine Sauna gibt und das ist eine gesellschaftliche Anerkennung. Die gab es eben damals nicht und es gibt kein anderes Land, welches so viele Saunagänger hat, welches so gute und bestens ausgestattete Saunaanlagen hat, nämlich 2350 wie in Deutschland und da können wir stolz sein, wir sind ein heimlicher Sauna-Weltmeister. Das neue Gebäude des Deutschen Saunabundes wird in der Nachbarschaft von Kanal 21 und dem GAP-Gelände an der Meisenstraße errichtet. Hier standen einst Kasernen und ein Molkereibetrieb, doch es tut sich was. Na, es entwickelt sich. Also wenn Sie sich mal zurückerinnern, was hier vor 10 Jahren los war, dann war das eigentlich eine große Brache, ein großer Problemfall stadtentwicklungsmäßig. Und Sie können jetzt sehen, dass wir durch gezielte Maßnahmen, ganz häufig auch mit Landesförderung, gerade im Bereich der GAP, in der Nachbarschaft, einiges auf den Weg gebracht haben. Und es entwickelt sich langsam und kontinuierlich, bodenständig, wie wir Ostwestfalen eben so sind.